Das ist Bjarne Mädel und er hat die letzten 7 Jahre Schotti gespielt, den Tatort. Boah, was ist denn hier los? Bitte? Ja, weil hier alle irgendwie meinen Namen kennen. Tja, wenn man in 31 Folgen einer der beliebtesten deutschen Serien den Hauptdarsteller spielt, dann kann das schon mal passieren. Die letzten 4 von diesen 31 Folgen werden mit der 7. Staffel des Tatortreinigers nun endlich ausgestrahlt. Ihr es danach aber heißt, tschüss Schotti, und ich weiß, es fällt nicht immer leicht, Abschied zu nehmen. Und genau deswegen schauen wir nochmal zurück und darauf, was für tolle Themen das Tatortreiniger-Team in den letzten Jahren so aufgegriffen hat. Hier also 27 Fragen zu den 27 vergangenen Folgen, beantwortet von Bjarne Mädel. Inspiriert werde ich durch das Leben. Ohne Fleisch? Ist schwierig für meinen Magen. Ich liebe Warteschlangen, weil... Wir kaum noch warten. Wir haben immer irgendwas zu tun. Wir sind immer beschäftigt. Wir müssen Instagram machen, wir müssen posten und E-Mails checken und alles. Und Pausen gehören zur Musik. Deshalb mag ich warten ganz gerne. Manchmal. Meine schlimmste Neurose ist... Neurose? Ich glaube, ich habe gar keine. Wenn ich jetzt erfahre, dass morgen die Welt untergeht, würde ich mich ärgern, weil ich bin gerade ein bisschen erkältet und ich würde ungern so abtreten. Bestattungsvorsorge macht Sinn, wenn... man Angehöriger hat. Meinen letzten Nervenzusammenbruch hatte ich als... meine Heizung zu Hause ausgefallen ist und sie mehrere Tage nicht funktioniert hat. Frauen sind... toll. Paranoid war ich das erste Mal als... Sagt mir nichts. Die haben gerade geguckt, oder haben die geguckt? Ja. Gruseliger als Clowns sind lediglich... Pantomimen. Mit einer Prostituierten würde ich gerne... Was würde ich denn... Das kann ich so allgemein nicht sagen. Es kommt ganz auf die Prostituierte an. Meine... Die Steuererklärung machen. Meine Psychologin sollte wissen, dass ich... dass ich Schauspieler bin. Als Zauberer wäre mein Lieblingstrick... Sachen verschwinden zu lassen. Rechtsextreme Ansichten... würde ich auch gerne verschwinden lassen. Zu übernatürlichen Dingen stehe ich... Stehe ich, wie meinst du, also wie ich die finde? Ich glaube, die gibt es tatsächlich. Es gibt Sachen, die wir nicht erklären können, weil die... dann die Welt doch größer ist als wir Einzelnen. Mediale Aufmerksamkeit ist für mich... Nicht wichtig, gehört aber zu meinem Job dazu. Seitdem ich mit dem Rauchen aufgehört habe, ist mein neues Laster... Das ist ein neues und altes Laster, das hatte ich auch vorher schon, Zucker. Ich trinke wahnsinnig gern Cola mit Eiswürfeln und ich esse zu viel Süßigkeiten. Für einen Maserati würde ich... aus dem Weg gehen. Wer sein Kind heutzutage Kevin nennt, ist... HSV-Fan. Klassentreffen sind anstrengend, weil... Es ist immer Alkohol im Spiel ist. Ganz viel Alkohol. Das Leben nach dem Tod sieht für mich so aus, dass... Nach wessen? Nach meinem Tod? Oder... ich habe keine Ahnung. Das weiß man ja eben nicht. Das ist ja das Blöde. Keine Ahnung. Ich glaube, es wird reine Emotion sein und sehr, sehr positiv. Auf jeden Fall irgendwo, wo die Sonne scheint. Meine Lieblingseissorte ist? Das weiß ich tatsächlich. Es gibt eine Eisdiele in Heilbronn, die macht ein Apfeleis. Das ist sensationell. Das ist, glaube ich, das leckerste Eis, was ich kenne. Bestechbar bin ich mit? Süßigkeiten, Brathühnchen und Coca-Cola. Abergläubisch bin ich nur bei? Bin ich abergläubisch? Ja, nee, es gibt so bestimmte Rituale, die ich einhalte, wenn ich im Theater spiele, dann mache ich bestimmte Sachen vorher, aber richtig abergläubisch. Ich habe einen Schlüsselanhänger, den hat mir meine Schwester mal geschenkt, das ist ein Frosch, und weil ich mal einen hatte selber, einen kleinen Frosch, und wenn ich den nicht dabei habe, dann habe ich Angst, dass was schief geht. Also wenn ich zum Beispiel fliege, dann brauche ich den. Oder wenn ich Auto fahre oder so. Weil ich sonst, da bin ich schon sehr abergläubisch. Den habe ich immer seit
30 Jahren in meiner Hosentasche. Sportlich gesehen ist die Watt-Olympiade wahnsinnig anstrengend. Super anstrengend, weil man so tief einsinkt. Hätte ich nicht gedacht, dass das so anstrengend ist. Man kommt echt schwer ins Pusten. Zweckehen gehe ich nur ein, wenn es sein muss. Männer sind Schweine. Männer sind keine Ahnung. Das hat alles Herbert Grönemeyer schon gesagt, was Männer sind.